So. Yeah. Wunderbar. Rainer, jetzt wissen Sie wieder, wo es lang geht. Ist so ja. Schön. Ne? Ja, das dauert ja eine Weile, bis das ankommt, ne? Was haben Sie denn jetzt vor? Ich mache ein Solo. Das muss ja auch nicht sein, ne? Wieso das denn nicht? Doch, die Leute warten auf sowas. Was? Ja, passen Sie auf hier jetzt. Das sieht ja bannig wackelig aus. Ja, ist auch, echt. Nee, da gibt's gar nichts zu giggeln, echt. Ich hab's ja vorhin schon angekündigt, aber da bin ich noch nicht ganz dazu gekommen. Ich war ja lange Zeit in Amerika und da hab ich gesagt, wenn ich da Erfolg hab, komme ich nicht zurück. Und soll das denn jetzt? Das ist das erste Mal, dass das jemand verstanden hat. Oh, das muss ich Ihnen aber hoch anrechnen. Ja. Ja, normalerweise, er versteht ja immer selber nicht, dass er das nicht sagen soll. Nee, das ist ja, wenn jemand so eine Dreiviertelstunde nun da so spricht, schlafen die meisten Leute. Egal. Und da habe ich diesen Trick habe ich da erarbeitet. Gucken Sie sich das an, ist ein Trick zum Mitnehmen. Ja? Ist auch nicht so teuer, können Sie sich einfach den Trick aus der Cafeteria besorgen. Ja. Oh, so. Ja. Das war's schon. Nein, das war, ist ja, hören Sie doch auf, Sie untertreiben. Was kommt? Das, ja, da kommt noch was, Sie haben mir über keine Ahnung. Ey, das Schöne ist, man hebt sich intellektuell keinen Bruch bei seinen Tricks. Was soll das denn? Ja, Sie unterbrechen ja immer, da kommt man ja nicht zum Ende hier, echt, das ist ja nicht zu glauben, ey. Aha. Jetzt das war's. Was denn ja, noch? Ja, ich komm doch noch hier. Oh Gott. Ja, das war's jetzt. Nun kommen Sie runter. Mir geht ganz was anderes durch den Kopf. Ich hab mir gedacht, wenn man richtig berühmt werden will, dann sind zwei zu wenig, Herr Kurt. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen jetzt eine ganz wunderbare Sache. Wir machen hier auf der Bühne was zu dritt, hier oben in der Loft. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, aber das habe ich mir überlegt. Sie suchen sich jetzt hier in Solingen eine nette, adrette junge Dame und dann machen wir dieses wunderbare Ding, was ich noch nicht weiß, wie es aussieht. Ja, das klingt total gut. Sie dürfen eine Frau ansprechen, normalerweise zieht das immer. Okay, die Vorgaben haben Sie ja gehört. Ich wiederhole sie nochmal. Möchte sich vielleicht spontan hier eine adrette junge Dame aus Solingen eben mal melden? Oh, hart. Frau Luise, haben Sie noch einen Plan B auf Lager? Ist jemand aus Remscheid da? Wie, die gehen auch? Gehen Sie mal, ziehen sich die Streifen gerade, ja, so, lächeln Sie nett und suchen sich hier eine nette Adrette. Ich finde schon einen. Ich gehe mal runter, ich komme mal. Ich habe schon eine Idee, Frau Luise. Wir hatten ja der Manteau. Wir hatten vorhin, wo ist sie denn? Wir hatten so einen netten Kontakt. Ah, da ist sie ja. Wir hatten so einen netten Kontakt hier. Du musst nicht weggucken. Das fällt auf, dann wirst du immer genommen. Ja, hier, wir hatten uns so nett unterhalten. Wie heißt du? Beate, komm mal mit. Ist das deine das Tasche? Ist schön. Nimm die mit. Du weißt ja nicht, ob du zurückkommst, an. Ne? Lass sie nicht da, echt. So, gib mal ein Hier Händchen. Geben Sie schon mal einen Riesenapplaus so. Für Beate. Boah, das ist aber. Das passt ja. Das ist ja schön, dass wir. Da lohnt sich das ja vorhin, das Gespräch, ne? Ja. Guck mal hier, ich zeig dir jetzt auch mal. Das sind diese Bretter, die das Geld bedeuten, ne? Wenn's gut. Oh, ich muss sagen, übrigens, Sie haben Ihre Vereinsbeiträge gut angelegt hier. Das hat Bannig was gebracht. Das ist sie, die Beate. Beate, oh, das ist aber ein Zugewinn für uns, glaube ich. Ja, vor allen Dingen für mich gerade.
Herr Kurt, es geht gar nicht darum, dass Beate Ihre Hand hält. Beate soll meine Hand halten. Aber sie macht das gerade so gut. Ja, Sie müssen das Loslassen üben. Na, machen Sie mal. Mensch, komm mal auf diese Seite. Ist die sowieso viel lieber, ne? Ja. Pass mal auf, es geht um Folgendes. Ich will auf seine Schultern raufklettern. Und zwar ganz ohne Hände. Und das noch so ein bisschen wackelig. Kannst du Hilfestellung geben? Ganz wunderbar. Ich revanchiere mich auch. Wenn du wissen willst, ob er der Richtige in deinem Leben ist, dann lass ihn einen Küchentisch machen. Okay. Dann weißt du, ob er was taucht im Haushalt oder nur so ein Staubfänger ist. Okay. Ne? Wir gucken uns das mal bei Herrn Kurt an. Herr Kurt, machen Sie mal einen Küchentisch. Ich mache den Küchentisch. Ne? So. Wunderbar. Ich laufe rauf, du läufst dran vorbei. Er ist nicht so lang, also nicht so früher anhalten. Ne? So, alles klar, los geht's. Oh, Herr Kurt, was ist denn? Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen. Sie müssen dran denken. Ja, natürlich. Letztes Mal bin ich hängen geblieben. Da hatte ich so lange Fußnägel. Das war ganz ekelig. Nein, jetzt kriegen wir das hin. Okay, Herr Kurt, sind Sie soweit? Okay. Ja. Ja, wunderbar. Oh, Beate, das machst du gut. Beate, bleib nimm doch einfach zwei Hände, ist nur noch halb so schwer. Oh ja, das ist eine gute Sache, wunderbar. Oh ja, schön. Und lass die Arme schön lang, sonst komme ich kopfheißer vorne runter und zieh dir einen neuen Scheitel, ne? Beate, kann ich dich mal was Privates fragen? Ja, hast du einen Freund? Ja. Hast du sogar einen Mann? Ja. Hast du beides? Mhm. Oh, das geht sie doch gar nichts an, Mensch. Oh. Ist ja nur eine Frage und läuft nicht mehr so gut mit denen, wa? Ja, es ist nur eine Vermutung, aber die kuschelt sich hier so an mich ran. Gut. Beate, so eine Show ist das nicht. Tut mir leid, ne? Wenn du da Defizite hast, wir können da später drüber reden, aber jetzt. Ja. So, sag mal, eine Frage. Sag mal, hast du dieses Jahr schon Geburtstag gehabt? Ja. Ja, und war schön? Gute Geschenke, ordentlich Fete? Ja, du warst im Ausland, ist auch schön. Und möchtest ja nächstes Jahr wieder feiern, ne? Oder? Ja. Das ist eine gute Entscheidung, deshalb mach mal genau das, was ich sage. Du greifst hier die Luise richtig schön an die Handgelenke, lässt die Arme lang, machst die Füße zusammen, streck den ganzen Körper. Super machst du das. Hüfte fest, Schultern fest. Siehst du meine Hände? Ja. Das ist gut. Ich greife jetzt, ja? Oh nein, dass sie das ja nicht denken. Oh Gott. Ihr seid aber auch versaut, ja, ey. Das können Sie nicht sagen, Mensch. Hab ich aber schon. Nein, mach dir keine Gedanken, Beate. Ich greife nur an deine Hüfte. Herr Kurt, Sie nutzen das aber auch aus. Nein, ich muss... Die hat nicht mein Höschen an. Herr Kurt, das... Nein, stimmt gar nicht. Nein. So, ich suche den richtigen... Ja, jetzt geht's. Okay, Beate, halt dich fest. Es geht los. Jo. Beate. Ich höre dich. Einen Fuß auf dein Knie. Einen Fuß aufs Knie. Ja, oh, gucken Sie mal. Ist das nicht schön? Beate, hörst du das? Herr Kurt? Ja, es geht runter. Beate, Beine lang lassen, Beine lang lassen. Oh, wunderbar. Kleinen Moment, das dicke Ende ist hier oben noch. Und hopp. Jo. Yes. Beate. Da. Yeah. Ist das nicht schön? Guck mal. Wahnsinn. Das kann dir dein Mann nicht bieten, ne? Hey. Jedenfalls nicht mit so einem Publikum. Sag mal, hast du so einen Trick schon mal gemacht? Nein. Wir auch nicht. Nee. Siehste, hast du Zeit für eine Tournee, Mensch? Mann. Amerika. Hey? Beate, ich bin total beeindruckt. Hier, spontan, ich frage diesen Herrn hier in der zweiten Reihe, hier, den Karl. Ja? Sei aber ehrlich, hat sie das gut gemacht? Spitze, hörst du das? Sag doch Spitze. Und Karl, sei ehrlich, sollen Sie ein Geschenk bekommen, ja oder nein? Aber ein großes, das ist genau, was ich mir auch wünsche. Ein großes Geschenk bekommst du, er kauft dir was Schönes. Oh Mensch. Mann. Doch. Wahnsinn. Das ist aber nett von Ihnen. Sowas gibt's in Bremen super, gar nicht, da sind die wie zugenäht, Mensch. Hier, guck mal, wenn du hier von oben guckst, Beate, kannst du deine Zukunft sehen. Oh. Der hat noch mehr Fähigkeiten. Mensch, ey, aber das ist nett, dass er so offen und ehrlich ist. Wollen wir auch. Er hat ja schon gesagt, du nichts Kleines, ruhig was Großes aussuchen. Und wenn du ihn dir anguckst, dann sieht man gleich, der hat sein Geld nicht in die Klamotten investiert. Nein, war ein Spaß. Oh, die glauben auch nicht alles. Nein, ich lade dich ein zum Essen. Was hältst du davon? Okay, sagst du, guck, ich hab's auch schon dabei. Oh, das ist aber farblich, macht das aber was her, ne? Sei froh, dass er nicht gekocht hat, ne? Was soll das denn? So, nochmal ein Applaus, ich bring dich wieder runter.
Und er geht schon hier. Für Beate, alles Gute. Super gemacht. Oh Mann, klasse. Nein, das ist deine, die schenke ich dir. Ach, herrlich. So, vorsichtig hier nochmal. So, super. Dankeschön. Oh, nee. Oh, wunderbar. Du wärst wirklich eine Bereicherung für uns. Haben Sie es gemerkt, Frau Luise? Ah, da läuft heute Abend noch was. Ja. So, also, liebe Leute, jetzt darf ich Ihnen was ganz Liebes, Schönes anbieten, nicht? Anzugucken. Nicht? Und zwar die Zirkuskinder vom Meerscheider Turnverein zeigen nämlich jetzt ein akrobatisches Tanzstück an Vertikaltuchen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist was Neues im Turnverein, ne? Denke ich mal und schon. Sagen Sie mal, wie das heißt. Auf das Tuchfühlung heißt das. War ich auch gerade. Herr Kuh, hören Sie auf nicht. Also, Vorhang auf und Riesenbeifall. Los, Herr Kuh. Ja,